Mein heutiges Bier ist nicht nur ein richtig gutes IPA, sondern auch ein Bier, das den Namen eines Films trägt, wo es sich um aussterbende Tiere dreht, welche Brauerei das gebraut hat und welche Tiere es vor allen Dingen geht, wo die herkommen. Das klären wir alles in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle auf meinem Kanal mit dabei seid. Solltet ihr noch kein Abo haben, dann aber jetzt ganz schnell da unten einmal auf Abonnieren klicken. Da unten in der Ecke habt ihr die Gelegenheit dazu. Und dann seid ihr jedes Mal mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder neue Videos gibt, so wie das heutige. Und wir schauen heute mal nach Nürnberg. Da ist Orca Brau zu Hause. Aber mit Orca Brau gehen wir gleich weiter nach Vancouver Island. Und da sind die Southern Resident Orcas vom Aussterben bedroht. Und da gibt es einen Film, der heißt Searching for Chinook. Und diesen Titel hat sich Orca als Titel für ihr IPA namens Searching for Chinook genommen. Und ihr könnt es euch sicher vorstellen, das ist ein Single Hopped IPA. Und welcher Hopfen ist reingekommen? Natürlich Chinook. Und das Ganze dann noch aufgespritzt mit Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe. Und herausgekommen ist ein IPA mit 6,3 Volumenprozent Alkohol, 15 Grad Plato und hoffentlich einer richtig, richtig guten Geschmacksnote. Und das wollen wir jetzt gemeinsam testen. Wir machen das Bier auf. An der Stelle nochmal fetten Dank an den Philipp, der mir dieses Bier hier zur Verfügung gestellt hat, ist ein richtig guter, verlässlicher Zuschauer, der mir immer wieder Biere auch von Orca oder insbesondere von Orca zukommen lässt. Und ich sage an der Stelle nochmal fettes Danke für die lieben Biertausche, die wir letztes Jahr gemacht haben. Wir haben es mit einer schönen goldgelben Farbe zu tun, schöne leichte Trübung, ein weißer, durchaus cremiger Schaum mit, das sind sicher 2, 2,5 Finger hier oben drauf und eine schöne, intensive Kohlensäure dann auch im Glas. Oh. Auch wenn das nur ein Single Hopped IPA ist, da ist aber ordentlich Chinook drin. Grapefrucht, Zitrone und ein bisschen Pinie. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Oh. Schaut euch mal diesen angenehmen, weichen Schaum oben drauf an. Grapefrucht, Zitrone, Pinie, oh, schönes helles Malz mit dabei. Dann so eine richtig schöne, herbe, trockene, bittere, wie so ein IPA einfach sein muss, ohne viel Firlefanz drumherum, angenehm leicht, harzig, ein bisschen Karamell mit am Start. Extrem gut trinkbar und ist ein Bier, was auch wieder unter Beweis stellt, dass so ein bisschen Weizenmalz drin einfach für das Mundgefühl irrsinnig viel tun kann. Und dieses Bier ist einfach so schön vollmundig, hat so eine schöne, weiche Textur, legt sich toll an den Gaumen und hat drumherum einfach so ein bisschen diese Säure von der Frucht, hat diese schöne, angenehme, bittere. Leider nichts über die Bittereinheiten gesagt, aber ich würde jetzt mal sagen, wir liegen da sicher irgendwo so um die 40, 50 Bittereinheiten. Und das sind so die IPAs, die man dann oben auch aus dem pazifischen Nordwesten her kennt. Richtig klar strukturiert, einfach ohne viel Firlefanz, keine Laktose drin, sondern einfach nur mal wieder richtig schön ehrliches IPA. Und dann mit Chinook, einem meiner Lieblingshopfen, muss ich fairerweise auch sagen, kommt dann ein richtig gutes Bier raus. Und wenn es dann nachher noch auf die Situation der Orcas aufmerksam macht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist mit diesem Bier hier schon richtig viel getan. Schöner mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, liegt auf der Zunge mit einer richtig schönen Cremigkeit. Ansonsten eher auf der glatteren Seite zu Hause. Und hinten raus, und das finde ich richtig schön, kommt da so ein bisschen bittere nochmal auf. Es wird ein Tick trockener und diese Zitrusfruchtnoten, die gehen dann in so eine bitterorange Note rein und machen dieses Bier dann tatsächlich auch zu einem Bier, wo ich sage, das funktioniert richtig gut im Winter. Weil man da kann man sich so vorstellen, ja, das lässt man jetzt diese Orange, die kennt man so vom Punsch her. Oder man lässt das Bier einfach dann im Sommer über die Kehle gleiten und erinnert sich dann eher so ein bisschen an Aperol, diese Bitters und hat dann einfach ein richtig schönes Hybridbier hier in der Hand, was diese Welten dann auch vereint. Sommer und Winter, das muss erst ein IPA mal richtig hinkriegen und das hat der Orca Brau vom
Felix vom End richtig schön gemacht. Searching for Chinook, das IPA aus Nürnberg mit einer Good Cause, weist auf den Film hin. Und ich werde jetzt mal schauen, wo ich diesen Film finde, weil das interessiert mich persönlich. Orcas vor Vancouver Island habe ich mir selber mal angeschaut. Ist eine richtig tolle Tour. Von ProbierTV gibt es für dieses Bier das Searching for Chinook. Ich habe es gefunden. Von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten. An der Stelle nochmal Danke an den Philipp, der mir dieses Bier gespendet hat. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann holt das ganz schnell da unten nach. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.